Zombies, 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 Zombies. Ja, ich höre euch knurren. Ich, Assi, hab die Fackeln zu Hause gelassen. Okay, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Erde, bauen uns hier hoch und rennen wie ein kleines Mädchen schreiend nach Hause. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ah! Knurrt er schon wieder? Okay, nochmal das Ganze. So, diesmal vorsichtiger. Oder wir fressen uns nochmal kurz voll, damit wir wieder ein bisschen Leben regenerieren. Und weiter geht's Richtung Heimat. Oh. Da unten scheint auch. Da unten ist ein Eingang in eine Höhle. Wenn wir ganz verwegen sind, können wir uns da auch mal reinfallen lassen. Da unten gibt es offenbar auch Lava. Interessant. Bekommen wir unser hier unser selbstbastelter Fahrradhelm aus Leder, hat uns das Leben gerettet, denke ich mal, so ein bisschen. So, und zurück nach Hause geht's, da ich echt keine Lust mehr habe, mich da drüben weiter von den Viechern verprügeln zu lassen. Unsere Ausbeute beläuft sich auf ein bisschen Wolle und Fleisch. Beauty. Was haben wir denn da genau? Wir haben da Rindfleisch, wir haben da Hühnchen. Ja, dann haben wir da noch eine Feder von dem Huhn, was wir vorhin erlegt haben. 4 Eier, ein bisschen graue Wolle und ein bisschen normale Wolle. Das war's dann eigentlich so von der Ausbeute dieser kleinen Reise. Ach ja, und ein bisschen Lehm nicht zu vergessen. Dann wollten wir uns ja dem Ackerbau widmen, doch irgendwie hatte ich so ein bisschen es geht die Sonne unter und es heißt sprinten, dass wir vor Sonnenuntergang zu Hause sind. So, wir wollten uns ja dem Ackerbau widmen, doch ich habe es ein wenig verplant und seit längerem keinen Ackerbau mehr betrieben und hatte jetzt so gelinde gesagt keinen Plan, wo ich die Samen hernehmen soll, doch ich habe jetzt vor kurzem mal wieder mit Playground gesprochen und der hat mir gesagt, ey, no face, ich kann dir helfen, ich kann dir sagen, wo du die Samen herkriegst, da haben sie nämlich ein bisschen was geändert. Früher war es nämlich so, dass du einfach mit der Spitzhacke so ein bisschen, Spitzhacke sage ich, mit der Hake ein bisschen durch die Gegend gehakt hast und ja, dann hast du unterwegs deine Samen gefunden. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, dafür haben sie diese wildwuchernden Büsche da vorne eingeführt und die muss ich jetzt wegkloppen und dann kriege ich dafür Samen, hat er gesagt. Mal gucken. Nicht bei jedem, aber bei einigen. Da gibt es schon die ersten Samen. Super. Dann können wir nämlich auch gleich unsere kleine Farm aufmachen. Und vielleicht machen wir daraus auch eine Reality-Show, unsere kleine Farm, die dann über 9 oder 10 Staffeln von Kabel 1 ausgestrahlt wird. Anstelle von Two and a Half Men. Mal gucken. Das war's hier erstmal an dem Büsch. Finden wir noch was in näherer Umgebung? Ja, da oben ist alles schön zugebüscht. So, hier ordentlich Samen. Dies läuft. Wie sieht's eigentlich? Okay, die Lederkappe scheint keine Energie mehr zu haben.
denn die hatten früher so Energie, also so Abnutzungsenergie, wie die anderen Sachen, wenn du halt irgendwo runtergefallen bist, dass das Ding dann Energie verloren hat. Aber scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ob das jetzt ewig hält, ich weiß, oder einfach kaputt geht, ich weiß es nicht. Lasst es uns ausprobieren. Doch ich möchte mich jetzt nicht so testermäßig irgendwo runterstürzen, um zu testen, ob das Ding dabei kaputt geht. Ich glaube, da gehe eher ich kaputt als das Ding. So. Wir haben jetzt schön gesammelt und werden jetzt unsere Ausbeute von 6 Samen da drüben auf den Feldern sehen. Und mal gucken, was draus wird. Denn das muss alles bewässert werden. Deshalb war halt die Idee, dass wir das gleich im Wasser machen. So, wir sehen dann mal hier ordentlich auf den Feldern. So, jetzt habe ich keine Samen mehr. Und jetzt hoffen wir, dass da demnächst was draus wird. Und das Gute ist, hier draußen kann uns das auch nicht abgefressen werden. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich abfressen lässt von Tieren. Also ich weiß nur, dass ich da einige Leute im Bekanntenkreis habe, die da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst um ihr Getreide haben, dass da von heute auf morgen irgendein Update kommt, dass die Viecher ihr Zeug wegfressen und bauen deshalb immer riesen Zaunanlagen drumherum. Ja, Samen. So. Aber ich habe selbst keine Ahnung, da ich wirklich nie so der Ackerbau-Fan war. Ich bin eher so der Fleischfresser. Aber man muss ja auch nett zu seiner Umwelt sein und sich ein bisschen bewusst ernähren. Das wäre auch interessant, wenn der Typ in Minecraft, also wenn du die Figur, die du in Minecraft spielst, auch durch schlechte Ernährung krank werden könnte oder verfetten und dann halt langsamer läuft oder ineffizienter arbeitet. Falls es da einen Mod gibt in der Richtung, schreibt es mir in die Kommentare, sowas wie den Fat Man Mod oder wie das oder wie auch immer. Wäre mal interessant. Oder falls sich irgendein Modder das anguckt, dann bringe ich ihn hier vielleicht gerade auf den Gedanken seines Lebens. Ja, also liebe Modder da draußen, wenn ihr euch dieses Video anguckt und sagt, hey, das will ich machen, dann macht es und setzt am besten meinen Namen drunter. Dass er ihn irgendwie unauffällig einbaut. Freue ich mich drüber. So, ein paar Blumen. Boah. So, wir nehmen ein paar rote Rosen mit. Ist ja bald Valentinstag, kann man sich ja verschenken. So. Und man. Da unten gibt es wieder ein Schwein. Im Zuge der Nahrungsbeschaffung. Au! Und Vernichtung dieses sonst so legierten Schwertes werde ich mich noch um dieses Schwein kümmern. Wir könnten vielleicht demnächst auch mal was aus dem Cobblestone machen, den wir so in Massen bei uns tragen. Denn schließlich haben wir so viel davon. Und auch in den Kisten da oben. Ja, es reicht perfekt. Hier entsteht jetzt unsere kleine Farm. Haben wir noch ein bisschen Holz? So. Ne, dann besorge ich uns ein bisschen Holz und dann bauen wir hier den Rest der Farm auf. Oder was auch immer da hinkommen kann. Gucken wir mal, sind wir mal ein bisschen kreativ. Da dieses Spiel eher auf Kreativität beruht. Boah. Part, wie viel sind wir hier eigentlich? Ich glaube, das hier ist jetzt schon Part 10? 11? Keine Ahnung. Es wird einfach so viele. Es macht aber auch einfach Spaß, mit euch hier was zu erarbeiten und aufzubauen. Mein Kompliment an euch. Ich versuche auch gerade auf einen Server raufzukommen. Doch irgendwie, wie soll ich sagen,
Scheint der Admin noch nicht so ganz begeistert von mir zu sein. Mal gucken, was draus wird. Noch bin ich serversuchend, also wenn ihr da einen guten Server für mich habt, wo man mich auch rauflassen würde, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wenn ich nicht mehr serversuchend bin, schreibe ich euch das auch in die Kommentare. Oh, Samen. Aber noch brauche ich einen Server für Let's Play Together und was weiß ich nicht alles. Kohle, oder? Ja. Nehmen wir gleich mit. So, unter Wasser braucht man länger zum Abbauen der Stoffe, falls es euch aufgefallen ist. Selbst mit gutem Werkzeug. Oh, da fällt mir auf, ich krieg kaum noch Luft. Doof. So. Weiter geht's. Denn das Holz, was wir hier gefunden haben, wird auch sofort weiterverarbeitet. Ah, da drüben sprießt es auch schon. Das ist doch schön. Das lässt mein Bauernherz höher schlagen. So, Cobblestone haben wir auch noch ein bisschen in der Truhe. Der Rest ist ja drüben in der Mine. Da werden wir uns auch demnächst mal groß in die Mine reinstürzen. Und wo ich hier schon mal neben dem Ofen stehe, rösten wir uns noch ein bisschen Rindfleisch hierzu, bauen dann das Haus auch ein bisschen schöner aus, denn wir müssen ja nicht in so einem hässlichen, unschönen Klotz wohnen. So, als nächstes bauen wir uns eine Schaufel oder auch zwei. Und fangen dann mal an, da draußen die Fläche zu ebnen. Keine Ahnung, was da hin soll. Aber Erde können wir auf jeden Fall für unsere Farm brauchen. Und so eine große Freifläche hat ja auch was für sich. Vielleicht stellen wir hier einen Turm hin. Das wäre doch was. So ein fetter Turm, damit man immer weiß, wo es nach Hause geht. Am besten ein fetter Turm aus Cobblestone oder so, denn davon haben wir eh gerade genug. Ich glaube, da geht auch schon wieder die Sonne unter, verdammt. Ab nach Hause. Obwohl, wir haben jetzt ein Stahlschwert, das muss auch mal wieder eingeweiht werden, aber nicht heute. Schließlich sind wir gerade so ein bisschen aufs Bauen aus. So, die drei Steaks sind fertig. Machen wir uns am besten als nächstes ein paar Hähnchen. War so, Hähnchen. Tür wieder zu. Aus unserem schönen modischen Klotz raus. Das Erforschen der Welt lief ja, wie soll ich sagen, nicht so gut. Irgendwie wirkte ich dabei ein bisschen unprofessionell. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.